So eine Minecraft-Welt habt ihr garantiert noch nie gesehen. Jeder einzelne Chunk hat nur eine Fläche von einem einzigen Block. Ich werde trotzdem probieren, in dieser Welt den Enderdrachen zu besiegen. Aber überall, wo ich hintreten werde, wartet die Gefahr, ins Void zu fallen. Ob ich es trotzdem schaffen werde, erfahrt ihr in diesem Video. Lasst unbedingt einen Like da, schreibt in die Kommentare, auf was für besonderen Welten ich noch Minecraft durchspielen soll. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Hierzu gar nicht so viel sagen. Man sieht mich in so einer Minecraft-Welt und man weiß ganz genau, in was für eine Richtung das gehen kann oder gehen wird. Und ich hinterfrage ehrlich gesagt, worauf ich mich hier heute mal wieder eingelassen habe. Aber herzlich willkommen zu einer absolut interessanten und besonderen Challenge in einer Welt, die schon auf jeden Fall, durchlöchert ist. Wobei man ehrlich gesagt sagen muss, das ist schon ein bisschen mehr als so ein paar Löcher, sondern tatsächlich ist die gesamte Welt bestehend aus solchen kleinen Stäbchen. Um ganz genau zu sein, das ist eine Welt, bei der jeder einzelne Chunk nur aus einem einzigen Block besteht. Dieser Block geht glücklicherweise von oben bis nach unten ganz normal, so wie es normalerweise in dieser Welt wäre. Aber trotzdem ist hier schon eine Menge Luft. Ich sage euch ehrlich, ein falscher Schritt. Ich bin sofort tot. Ich bin sofort weg im Void. Und das wollen wir ehrlich gesagt eher vermeiden. Ich werde heute versuchen, in so einer Welt Minecraft durchzuspielen. Das wird interessant. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so selber, wie ich das ganz genau hinbekommen möchte. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich das auf jeden Fall probieren werde. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt einen Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ich das halt schaffen kann. Ich muss euch ehrlich gestehen, das wird eine Challenge, bei der jeder kleine Erfolg wirklich unfassbar wichtig ist. Und man muss dazu sagen, ich hätte keine Möglichkeit, glaube ich, diese Challenge zu schaffen, wenn ich nicht auf einem Baum gespawnt wäre. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir haben einerseits ein bisschen so Skyblock-Vibes, aber ey, wenn dieser eine Baum, also dieses eine Leaf, mir jetzt einen Sapling droppt, dann haben wir mehr oder weniger einen unfassbar Riesenerfolg, denn ja, es gibt im Umkreis immer noch ein paar andere Bäume, also... Das ist halt ein Baum. Die gesamte Welt ist auch eigentlich normal, ne? Also das ist eine normale Minecraft-Welt, nur dass halt eben eine Menge Blöcke pro Chunk gelöscht wurden. Da hinten seht ihr nämlich zum Beispiel auch ein Rune Portal. Also diese 6 Blöcke sollen ein Rune Portal sein. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Sapling bekomme und damit mir mehr oder weniger meine erste Blockfarm machen kann und endlich Holz habe, wäre krass. Deswegen Minecraft, ich believe in dich. Minecraft-Gott. Ich hab gezuckt. Ja, ist ein Stick. Danke. Der bringt jetzt nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Aber dieser Baum. Wir haben 4 Holzstämme, mit denen wir auf jeden Fall erstmal eine grundsolide Basis für diese Challenge hier schaffen können. Ich muss auch dazu sagen, logischerweise ist das Endportal von dieser Challenge nicht betroffen. Das bedeutet, Endportal-Frames sind die einzigen Blöcke in dieser Challenge, welche nicht betroffen sind. Das heißt, ansonsten wäre es halt nicht möglich, durch das Portal zu gehen und es wäre nicht möglich, Minecraft durchzuspielen. Aber ja, alle anderen Sachen sind ausgelöscht. Dazu zählen auch Blaze-Spawner, dazu zählen alle Sachen in Dörfern, alles. Bedrock, selbst Bedrock wurde hier gelöscht. Und, oh, wir haben sogar 5 Holzblöcke. Ja gut, dann ist es ja fast schon, ein bisschen zu einfach. Dadurch, dass wir jetzt Holz haben, haben wir auch die Möglichkeit, uns glücklicherweise Stein direkt abzubauen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so schlau ist, mich jetzt hier runterzubauen, denn ich verliere damit ja auch Fläche. Ich habe das Gefühl, dass jeder einzelne Schritt ja auch genau überlegt werden muss. Und wir haben halt auch viele kleine Probleme, also große Probleme. Wir brauchen Essen, irgendwie Ausrüstung, eine Menge Blöcke. Irgendwann müssen wir auch in den Nether gehen. Aber als allererstes, glaube ich, geht es halt wirklich um Blöcke, dass wir uns halt wirklich stabil fortbewegen können. Und da wäre halt sowas wie ein Kabelgen sehr gut. Kabelgen, da klingelt es bei mir auf jeden Fall im Kopf. Bei mir klingelt sowieso ganz viel im Kopf, aber ja, da klingelt auf jeden Fall Eisen eigentlich in meinem Kopf. Wir bräuchten halt einen Eimer und dann könnten wir uns auf jeden Fall erstmal um eine Menge, Blöcke kümmern. Ich muss ganz kurz rechnen. Wir kriegen ja aus Slabs mehr Blöcke, um dort rüber zu kommen. Zu diesem Baum jetzt zu gehen und zu hoffen, dass ich da jetzt einen Sapling rausbekomme, also bei aller Liebe, also das ist ja mehr als unwahrscheinlich, dass das am Ende was wird. Aber ich glaube, wir sollten es halt vielleicht trotzdem probieren. I don't know. Also wir machen uns mal eine Holzspitzhacke.
Und aus drei Steinen würden wir halt rein theoretisch dann 6 Blöcke zum Rüberbauen bekommen. Wäre halt schon sinnvoll. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Wasseraufzüge in dem Fall ja für uns auch sehr praktisch sein können, um teilweise eben schnell an Eisen zu kommen. Denn Cobblegen kriegen wir ja nicht relativ schnell gebaut. Dazu bräuchten wir halt wirklich nur 3 Eisen, eine Treppe und dann können wir schon massig farmen. Wir machen uns mal 18 Slabs und dann, ja, dann fangen wir mal an, uns rüber zu bauen. Es fühlt sich auf jeden Fall, ey, ich fühle mich super wohl hierbei. Also noch nie was Entspannteres gemacht. Alright, dann geht's jetzt wieder nach oben. Baum, oder besser gesagt Zahnstocher Nummer 2. Super stark. Ey, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt einen Sapling bekommen würde. Es wäre unfassbar. Niemals, oder? Es wäre zu schön gewesen. Es wäre absolut zu schön gewesen. Wo haben wir denn unser nächstgelegen... Also, wo ist in unmittelbarer Nähe das nächste Eisenerz? Oh, okay. Hier wären diagonal 2 Eisen. Ich glaube, das ist schon mal der beste Ansatz. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal ganz... Also, wir bauen das Ding bis da unten ab, bis wir auf der Höhe von dem Kollegen sind. Bauen uns dann... Hier rüber, darüber, bauen die 2 Eisen ab und dann machen wir uns weitere Gedanken. Es wird jetzt aber auch gerade Nacht. Es wird bestimmt doch kein Monster spawnen, was mich nerven kann. Leute, ich glaube, ich habe noch was entdeckt. Unser allererstes Essen. Also jetzt nicht das Schmackhafteste, aber das könnte erstmal direkt reindrücken. Ja, genau, wir haben hier direkt 4 Eisen. Da sind direkt 2 nebeneinander. Wir gehen dort runter und dann bauen wir uns von dort wieder hoch auf den. Und dann haben wir 4 Eisen. Hey. Und an die YouTube-Zuschauer, ihr könnt froh sein, dass ihr auf YouTube zuschaut. Wirklich, das Ganze wird euch für euch zum Glück zusammengeschnitten. Und ihr müsst mir jetzt nicht zusehen, wie ich mit einer Holzspitzhacke wirklich im Stegi-POV Blöcke abbaue. Holzspitzhacke, es war eine schöne Zeit mit dir. Aber das nächste Achievement und damit das absolut starke Upgrade auf eine Steinspitzhacke. Man muss sich ja auch mal was gönnen. Aber wenigstens die Holzspitzhacke komplett verbraucht. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Wir sind sogar auf unserer Fläche auf einem Eisen. Jackpot. Unser allererstes Eisen. Ich sage euch ehrlich, das ist ein großer Erfolg. Und wir gehen jetzt rüber zu diesen beiden Kollegen. Und dann werden wir uns an die nächstgelegene Lava halt... Oh nein, sagt mir nicht, dass ich an diese Lava da unten rangehen muss. Ja, aber ich meine, sie ist halt, wäre nur, es wäre halt eine Option. Und 3 Eisen. Also ich sag euch ehrlich, man lebt hier nicht schlecht. Nee, also ehrlich gesagt, lebe ich gerade echt komplett am absoluten Limit. Aber man muss sich ja auch erstmal hier drüber freuen. Zack, zack. Eimer. Alright, also nach 20 Minuten. Ich bin froh, dass ich noch keine Essensprobleme habe. Aber ich würde essenstechnisch echt in Richtung Kelp gehen. Wobei es ehrlich gesagt, wir müssen das Zeug ja auch nochmal brutzeln. Und momentan, ja, viel Kohle sehe ich nicht. Gold hätten wir hier. Diamanten wären später auch eine sehr interessante Sache. Bro, also wirklich, es sieht... Alles, was ich gerade sehe, außer diesem Block, ist einfach nur ein schwarzes Nichts. Das ist somit das Beunruhigendste, was ich mir vorstellen kann. So, da sind wir auf Bedrock-Höhe. Ich hab schwitzige Hände, ohne Mist. Hier ist wirklich halber Wassereimer ausgelaufen in meiner Hand. Wenn ich einmal jetzt abrutsche, dann war's das. Das könnte gerade so ein Albtraum sein, wirklich. So ein ewiger Albtraum, dass du dich die ganze Zeit irgendwo lang baust. Naja. Wir haben jedenfalls einen Lava-Eimer. Der ist aber erstmal unfassbar stark und so was von wichtig für uns. Denn mit diesem können wir uns dann gleich um etwas kümmern. Und zwar eine Menge Ressourcen. Ich glaube, ich mache das so. Ich baue mich jetzt dort rüber, hole mir da die 2 Eisen und dann gehe ich von dort rüber zu diesem Baum und baue dort das Holz ab und mache dort oben den Cobblegen. Und dann werden wir erstmal weitersehen. Aber ich würde auch ganz gerne Kelp haben. Falls euch das auch schon aufgefallen ist, der Cobblegen ist zwar schön und gut, aber der bringt uns auch nur so lange etwas, wie wir halt Holz für Spitzhacken haben. Und Holz für Spitzhacken sieht momentan ja auch noch okay aus, aber naja, also eine Steinspitzhacke hält halt jetzt auch nur ungefähr 2 Stacks aus und ich möchte schon noch eine etwas weitere Distanz traveln. Also alternativ zu Kelp haben wir, was Essen angeht, natürlich wieder unsere Favorite-Beschäftigung in Challenges. Wir könnten, wenn wir 2 Strings haben, halt angeln. Juhu, hey, stundenlang mit dem Cobblegen Blöcke farmen und danach angeln. Strings aber zu bekommen wird sehr knifflig, ja. Oh Gott, oh Gott. Hey, Leute, ich fühle mich so wohl hier gerade bei. Oh Gott. Alright, dann Eisen Nummer 4, Eisen
Nummer 5. Okay, wir sind an unserem Baum mittlerweile angekommen. Unser drittes Leaf wird es jetzt sein, welches wir einsammeln werden. Und wenn wir jetzt wirklich einen Setzling daraus bekommen. Alle meine Träume, alle meine Hoffnungen innerhalb von ein paar... Nun ja, okay. So, was wir jetzt aber machen, wir gehen einmal hier rüber zu unserem Wasser. Dort werden wir dann gleich Wasser rausholen können. Und wir bereiten jetzt unsere super OP. Oh Gott, unsere erste wunderbare Farm vor. So mehr oder weniger halt ein Cobblegen. Ihr wisst, wie das läuft. Ja, das ist, ey, wenn ihr ein Problem damit habt, dass ich jetzt hier anfange, Cobblestone zu farmen, wir müssen ja irgendwie gucken, wo wir bleiben. Ich kann ja, also ich brauche Blöcke. Wir haben ein großes Problem momentan mit Blöcken. Dementsprechend werde ich mir eine ganz entspannte, altbekannte Cobblegen-Technik. Ja, ihr wisst, wie es läuft. Dazu machen wir den so. Das sieht eigentlich auch ganz fancy aus, was ich hier mache, ne? Alright, Leute, willkommen zu meinem Let's Play. Jetzt geht es los. Jetzt beginnt dieses Projekt erst, richtig. Yeah. Nachdem wir uns jetzt halt langsam um unsere Ressourcen kümmern, geht es jetzt erstmal darum, wir sollten auf jeden Fall dann weiter die Welt erkunden. Wir müssen halt so ein bisschen abchecken, was wir so finden können. Also, Trauma wäre natürlich schon irgendwie ein Dorf. Aber dass da irgendwie ein Villager überlebt hat, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Dann sollten wir uns eigentlich um mehr Essen kümmern. Wir brauchen eine Diaspitzhacke, damit wir mit Obsidian, gefarmten Obsidian halt auch irgendwie in den Nether kommen können. Nächste Spitzhacke kaputt, aber eine zerstörte Steinspitzhacke ist ja auch das Zeichen von guter Arbeit. Was ist da gerade runtergefallen? Oh, die armen It's alright, hey. So, nächste Spitzhacke ist kaputt. Gar kein Problem, denn es wird jetzt auch eh wieder Tag. Und ich gönne mir nach der getanen Arbeit und den vielen Blöcken, die wir gefarmt haben, gönne ich mir jetzt mal Steinaxt, Steinspitzhacke und weitere Slabs. Wir können mal gerne die Welt jetzt ein bisschen erkunden. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl dabei, aber ich springe einfach mal. So, und dann mein Kollege. Ein bisschen Kelp. Nehmen wir mit. Damit haben wir auf jeden Fall erstmal auch keine Essensprobleme, auch wenn wir noch kein Essen verloren haben, weil wir tatsächlich noch nicht ein einziges Mal Schaden genommen haben, im Gegensatz zu dem Kollegen. Und ich würde sagen, dann bauen wir hier erstmal ein bisschen Kelp an. Haben wir unsere nächste Farm, in Anführungszeichen. Und dann würde ich sagen, dann hat man ja nach 45 Minuten haben wir doch fast alles, was man braucht, so um Minecraft zu spielen. Ich glaube, eine kleine Mobfarm wäre gar nicht so verkehrt. Was würde ich von der Mobfarm haben wollen? Bogen? Pfeile? Kartoffeln? Karotten? Digga, das ist ein Mineshaft. Da sind Cobwebs. Oh mein Gott. Zwei Stück sogar. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, in diese Richtung hier zu gehen. Denn zwei Cobwebs heißt für uns umgerechnet stabiles Essen. Oder könnte auch bedeuten, dass wir uns halt direkt Cobwebs mit einer Schere abbauen. Und somit auf jeden Fall eine super Möglichkeit haben, um MLGs zu machen. Um uns im Notfall immer wieder zu saven. Also Mineshaft ist schon mal ein richtig, richtig guter Fund. Da sind sogar echt viele. Also der Mineshaft, das ist einer der traurigsten Mineshafts, die ich jemals gesehen habe. So, wir machen uns eine Schaufel. Und mit der habe ich auch was vor. Zack. Schneeball. Unsere erste, in Anführungszeichen, Fernkampfwaffe. So, Holznachschub. Immer wieder wichtig, weil ansonsten haben wir ein großes Problem. Es sei denn, es kommt jetzt der Almighty. Bitte, gib mir einen Setzling. Zweite Chance. Ja, man kann ja auch nicht alles haben im Leben. Oh mein Gott, guck mal, wie viele Leaves. Oh mein Gott, da ist unser Setzling. Ich schwöre, das wird unser Sapling sein. Aber wir haben tatsächlich zu wenig Materialien dafür. Ja, wir müssen zurück, bevor wir an diesen Baum da rankommen, brauchen wir mehr Steine zum Rüberstecken. Aber ich glaube, wir sind erstmal grundsolide in der Challenge angekommen. Grundlegend sieht das erstmal alles solide aus, was wir hier fabrizieren. Hab da definitiv nicht zu meckern. Und jetzt gibt's erstmal wieder ein bisschen Cobblestones. Wir haben ein bisschen was gefarmt, machen uns eine weitere frische Spitzhacke und natürlich auch ein paar Slabs und hoffen auf den Almighty, mein Mittagessen, auf den Almighty mächtigen Sapling Drop. So, also Baum, ich weiß gar nicht, der wievielte Baum das jetzt mittlerweile ist, aber es ist auf jeden Fall der mächtigste Baum mit sage und schreiben, ich glaube, das müssten 4 Leaves sein. Alright, Leute, come on, gib mir bitte den Setzling, bitte. Nein. Wir haben, oh mein Gott. Der tut so gut, Bro. Jetzt gibt noch vielleicht direkt einen hinterher. Ja, okay, ich wollte nicht zu viel. Aber Leute, wir haben nach 8 Leaves
Wir haben sage und schreibe 8 Leaves abbauen müssen, um diesen Setzling jetzt zu bekommen. Und mit dem haben wir hoffentlich, wenn er jetzt zu einem größeren, also wenn wir daraus jetzt einen weiteren Baum bekommen, haben wir halt den Riesenluxus, exponentiell wachsend mehr und mehr Bäume anzupflanzen. Ich würde sagen, wir machen mal hier unsere kleine Plantage. Erweitern ein bisschen die Fläche, dass, falls Setzlinge oder so gedroppt werden, dass die auf jeden Fall nicht verloren gehen. Hier hinten können wir auch noch mal ein bisschen mehr Platz machen. Einfach, guck mal, wir müssen uns ja auch mal ein bisschen wohlfühlen. Hier ein bisschen ein schönes Zuhause schaffen. Alright, ich würde sagen, ich bin an sich ready, um mir mal eventuell die Cobwebs reinzuziehen. Also, ob wir jetzt am Ende auf Strings gehen, ob wir Cobwebs holen. Man darf nicht vergessen, Angeln ist auch eine super Möglichkeit, um relativ schnell an verschiedenste Ressourcen ranzukommen. Einerseits Essen, was schon mal richtig gut wäre, dann müssten wir nicht die ganze Zeit Kelb essen. Wir können uns aber auch genauso einen Bogen ranholen, der uns auch so viel erleichtern würde für alles, was wir im Nether machen müssen. Im besten Fall auch gerne einen mit Infinity. Oh, das, also wirklich ein Infinity-Bogen, ich würde es so schreien. Wird auf jeden Fall am Ende dann alles wieder sehr zeitintensiv, aber das wird es mir am Ende alles wert sein. Und was ich jetzt hier erstmal sehe, da haben wir auf jeden Fall unsere erste Angel eigentlich. Traum. 1. 2. 2 Strings, umgerechnet eine Angel, kann ein Gamechanger werden. Aber ich sag euch ehrlich, dass wir halt so ein großes Glück haben und 2 Strings in einem Mineshaft finden, also dass diese Strings es überhaupt überlebt haben, auf so einem Block noch zu stehen, wirklich unfassbar. Richtig gut. Ja, und da die Sonne schon wieder im Westen steht und langsam untergeht, würde ich ehrlich gesagt sagen, wenn wir schon den großen Luxus haben und schon so viel Glück hatten bei unseren Leaves und den Sapling bekommen haben, dann kümmern wir uns jetzt erstmal darum, um eine kleine Angelsession, und ich habe da Bock drauf. Wir werden uns ein 5x5x5 Becken machen, auch wenn 5x4x5 reichen würde. Wir gehen sicherheitshalber einfach 5x5x5, machen uns einen großen Wasserpool und dort werden wir ein bisschen angeln, mit der Hoffnung auf enchantete Bögen mit Infinity. Luck of the Sea 3 Angel. Boah, wäre auch ein Traum. Generell enchantete Bücher, was auch immer. Wir können schon echt ein paar gute Sachen pullen. Wäre ein absoluter Traum. Mal gucken, ob das was wird. Dann noch einmal das Ganze hier spawn-proven. Hallo. Sind mehr oder weniger unsere ersten Besucher. Gott, wir müssen jetzt echt aufpassen. 7 Herzen ist jetzt nicht so geil, oh. Nee, wir gehen auf Nummer sicher. Ich warte bis Tag ist. Das ist mir jetzt gerade zu risky mit 4 Herzen. So, ist der Kollege weg? Wir sind endlich wieder frei. Wichtig. Sehr, sehr gut. So, wir machen unsere magische Angel. Wir machen uns einmal ein Stück Holzkohle. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit der Holzkohle haben wir gleich einen großen Vorteil. Und zwar, wir werden keinen Brennstoff mehr verbrauchen für unser Essen. Sehr wichtig. Sehr gut. Und dann machen wir uns jetzt hier erstmal einen richtig stabilen Spot, dass uns auf jeden Fall keine Phantome mehr nerven. Hey! Oh mein Gott, endlich. Ich habe schon gedacht, der wird nie wachsen. Oh mein Gott, wir haben einen Setzling. Let's go! Einen zweiten obendrauf. Absoluter Traum. So, 2 Stunden. Wir sind bei 2 Setzlingen. Ey, ich zocke hier ein bisschen Advanced Skyblock. Und jetzt geht es erstmal darum. Nie wieder Essensprobleme. Fische für immer. Und das Erste, was... Digga, es ist... Ich sag dazu gar nichts. Yo, unsere erste Rüstung steht mir. Ja, also so, ja, ist cool, ey, ist richtig cool. Junge, wie schnell! Oh mein Gott! Bitte, ey, Infinity oder irgendetwas anderes Brauchbares? Ja, wenn wir das Disenchanten haben im Buch. Cool. Was passiert hier gerade? 3-mal hintereinander einen Schatz geangelt. Nautilus Shell, das enchantete Buch und jetzt einen OP-Bogen. Infinity, bitte. Ich brauche Infinity. Na, ist scheiße. Ist Müll. Oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Jetzt, es kann nur besser werden als Mending Unbreaking. At least wenigstens ordentlich Power und Infinity wird insane. Oh mein Traum. Absoluter Traum. Wir müssen uns aber trotzdem halt definitiv um Infinity kümmern. Alright, unsere Angel, das war's. Wir haben uns auf jeden Fall, also um Essen müssen wir uns auf jeden Fall erstmal keine Gedanken mehr machen. Wir haben 2 Bögen. Unser Buch.
ob es uns jetzt viel bringt. Naja. Und auf jeden Fall müssen wir uns halt keinerlei Sorgen mehr um Essen machen. Die Fische, die werden auf jeden Fall richtig reincarryen. Und das hier ist ein interessanter Baum. Es wird hier so ein bisschen lebendig in unserer Base. Die Setzlinge, die werden jetzt auf jeden Fall noch stärker ja, das passt. Holz jetzt auch keine Mangelware mehr. Ehrlich gesagt, könnten wir jetzt sogar anfangen zu sagen, dass wir eigentlich mit Slabs bauen. So, dann nochmal hier was hin. Ich will halt wirklich viele Blöcke haben. Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass wir das jetzt ordentlich nachpflanzen. Also mit diesem riesigen XXL-Baum haben wir echt gut ausgesorgt. Und wir brauchen, wenn wir jetzt eine kleine Mobfarm bauen wollen, weil wir müssten ja irgendwie an Pfeile kommen. Und ich bezweifle, dass wir irgendwie an eine Feder kommen. Ja, wir brauchen Pfeile. Deswegen müssen wir uns halt darum kümmern, irgendwie an Skelette zu kommen. Wir brauchen mehr Strings für halt auch irgendwann mal ein Bett. Oder eben auch nochmal eine weitere Angel. Also meine Idee wäre, langer Gang, drei Blöcke breit, bis dort hinten auf dem Mobs spawnen könnten. Ich würde jetzt aus Sicherheitsgründen, also ich würde das Ganze, die Spawnfläche, wo die Monster draufkommen, würde ich halt so machen, dass die hier auf diesem Block spawnen und ich dann rein theoretisch von hier immer so draufschlagen könnte. Aber ich möchte dann trotzdem noch einen Block hinter mir als Schutz haben, dass ich nicht am Knockback sterbe. So, das ist die Spawnfläche. Ich mache jetzt hier noch Slabs drüber und dann kann ich die Kollegen hier einfach immer wieder killen. Also das ist jedenfalls der Plan in der Theorie. Hoffen wir, dass das mal so funktioniert. Das ist übrigens unser erstes Monster nach über 3 Stunden. Interessant. Alright, unsere Farm steht soweit. Na, dann hoffen wir mal, dass wir ein paar Spinnen bekommen. Oder auch Pfeile. 2 Stück. Jetzt noch ein Infinity Bow und ich bin ready. Guck mal, eine Karotte, Kartoffel, Karotte, Kartoffel. Ja, das finde ich jetzt nicht mehr so lustig. Ja, alles unter Kontrolle, Leute. Nochmal so auf Nummer sicher. Jetzt passt es. Traumhaft schön. Unsere Mobfarm steht. Ich hoffe, oh mein Gott, Doppelspinne, Leute. Bitte. Wir brauchen Strings. Ich möchte angeln. Das ist noch nicht, also das, was wir hier gebaut haben, ist noch nicht so optimiert für Spinnen. Oh Gott. 2 Strings. Oh mein Gott. Doppelstring, wir können wieder angeln. Digga, oh mein Gott, der dritte. Also, dieses Becken ist, irgendwas ist anders mit diesem Becken. Ey, komm, Infinity. Oh, Bro, ich brauch kein Mending, ich will Infinity, Mann. So. Ich sage euch ehrlich, auf Langzeit kriegen wir auch genügend Pfeile. Also irgendwann hast du halt auch 2, 3 Stacks Pfeile. Dauert natürlich schon, aber selbst wenn wir jetzt am Ende nicht mal Infinity haben sollten, geht das schon. Das ist nicht so gut. Immer wieder praktischen Bogen dabei zu haben. Also so weit wäre es da hinten nicht mehr lang gegangen. Ich will einfach nur ein paar Spinnen töten. Wir sind, by the way, 4 Stunden schon in dieser Welt. Ich kann euch so viel sagen, ich bin mit meinem aktuellen Stuff sehr zufrieden. Ich hoffe ein bisschen noch auf den Infinity-Bogen, der halt echt reinscheppern kann. Essensprobleme werden wir keine bekommen. Ich bin momentan dabei, unsere wunderbare Mobfarm dafür zu benutzen, dass ich auf jeden Fall hier 12 Strings hinbekomme. Ich brauche halt ein Bett. Bett wäre sehr, sehr wichtig, weil ich damit forcieren kann, immer nur tagsüber weiter zu traveln. Und dann könnten wir uns auf jeden Fall dann als nächstes auf die Suche machen nach Diamanten. Alright. Einen brauchen wir noch. Dann haben wir 3 Wolle. Dann haben wir unser Bett. Da ist es. Leute, wir haben unser Bett. Oh mein Gott. Ehrlich gesagt, gar keine so krasse Aktion. Gute Nacht. Sweet Dreams. Das erste Mal, dass wir pennen konnten. Nach 13 Tagen, nach über 4 Stunden, haben wir unser Bett. Und dann würde ich mit euch gleich mal gemeinsam auf die Jagd gehen. Denn wir müssen das upgraden. Das soll Diamant werden. Das kann interessant werden, denn ich möchte eigentlich dort unten am liebsten mal Diamanterze auschecken. Diamanten! Oh mein Gott, wie habe ich die gespottet? Da wäre unser allererster Dia. Na dann, auf geht's. Stück für Stück. Wir brauchen aber vorher nochmal Eisen. Und nochmal, also es könnten rein theoretisch auch Strukturen hier generieren. Das heißt, wir könnten auch ein Shipwreck finden, vielleicht genau mit der Kiste. Oder wir finden, boah, das finde ich jetzt interessant im Nether, vielleicht finden wir auch eine Bastion. Maybe haben wir ein paar Kisten überlebt.
Oh, perfekt. Da sind zwei. Zwei Eisen, die holen wir uns. Dann haben wir drei. Ich habe mir gerade noch ein Feuerzeug gemacht. Dann haben wir drei für eine Eisenspitzhacke. Und dann steht unserem Diamond nichts mehr im Weg. Und die nächsten Dias. Nochmal so auf nebenbei gespottet. Gefühlt 500 Meter weg. Aber die könnten auf jeden Fall später noch sehr praktisch sein. Damit hätten wir dann schon zwei gefunden. Aber noch nicht abgebaut. Eisen. Damit haben wir unsere Spitzhacke. Ich fühle mich hier unten gar nicht wohl, ne? So, wir sind zwei Blöcke vor unserem Tod. Aber auch ein Block direkt vor unserem ersten Diamanten. Der auf Höhe minus 60 gespawnt ist. Noch zwei weitere und dann haben wir unsere Diamantspitzhacke. Unseren zweiten Diamanten habe ich, als ich Eisen hier geholt habe, dort hinten gesehen. Dort kommen wir am besten von unserer Basis hin. Deswegen gehen wir dort erstmal hin zurück und bauen uns rüber zum zweiten Diamanten. Natürlich die Frage, wo waren sie genau? Wir werden sie schon irgendwie finden, aber ja, Dias Farm auf so eine Art und Weise ist komplizierter, als man sich das vorstellen kann. Diamant Nummer 2. Jetzt ist er dran. Es ist halt immer wieder so nervenaufreibend, ne? Diamant Nummer 2. Nochmal spawn-proofen, man weiß ja nie. Oh, eine Kartoffel! Let's go! Kartoffel, Karotte hat endlich funktioniert! Also Essensprobleme haben wir definitiv keine. Aber es freut mich trotzdem sehr. Denn jetzt können wir noch mal ein paar Potatoes anbauen. Alright. Unsere kleine Kartoffelplantage steht. Also, wir sind tatsächlich nur noch einen einzigen Diamanten entfernt von unserer Diamantspitzhacke. Und dementsprechend dann auch von unserem kostbaren Obsidian, was ich unbedingt haben möchte. Das heißt, wir müssen unsere Augen aufmachen und den nächsten Dia hoffentlich finden. Oh, das sieht doch sehr gut aus. Der Doppeldia. Da gehen wir rüber. Da sind nochmal... Oh, hier sind mehr. Also hier sind viele Dias zu holen. Okay, wir gehen erstmal pennen, holen uns noch mehr Blöcke und dann holen wir uns gleich vier weitere Diamanten. Dann stehen wir bei 6. Das ist schon ordentlich. Ich denke mal, das kann man nachvollziehen. Oh! Karotte. Karotte. Jetzt haben wir beides. Und dann gehen wir einmal pennen und dann holen wir uns unsere Diamanten. Da sind die nächsten Diamanten. Vorsichtig. Zack. 4 Diamanten. Wir haben unsere Diamantspitzhacke. Auf jeden Fall schon mal mindestens zusammen. Okay, die sind sogar mal ein bisschen höher. Auf minus 30. Wow. Und 6 Diamanten. Puh, das gefällt mir sehr. Also noch mehr wären cool, aber nicht unbedingt notwendig. Das heißt, wir sollten uns um genau solche Funde kümmern. Und zwar, dass wir aus diesem Kollegen einmal eine Diamantspitzhacke machen. Dann haben wir schon mal alles dabei. Und damit sind wir jetzt in der Lage, Obsidian abzubauen. 10 Stück brauche ich auf jeden Fall mindestens, um in den Nether zu gehen. Und mit dem Nether öffnet sich dann ein neues Kapitel, was diese gesamte Challenge angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich das bereuen werde, dorthin gegangen zu sein. Aber müssen wir ja dann auf jeden Fall. Wenn wir Minecraft durchspielen wollen, müssen wir auch in den Nether. Alright. Und dieses Obsidian können wir jetzt abbauen. Oh, das wird Spaß machen. Nummer 1. Auf geht's. Digga, das ist halt auch, also... Oh, ich bin auf Höhe minus 56. Das ist halt... Wohl fühlt man sich hier nicht gerade. Aber wir brauchen mehr Obsidian. So, wir haben 7 Obsidian. Dort drüben haben wir unsere restlichen. Dann wären wir bei 10 Stück. So, 10 Obsidian haben wir... Da liegt sogar noch eines. Wir brauchen aber tatsächlich gar keins mehr. Also, einen Enchanter mache ich mir jetzt nicht, weil wir müssen jetzt nochmal Lapis holen. Was aber auf jeden Fall ein Problem ist, ist einerseits, dass die Tintenfische die ganze Zeit sterben und hier sogar mittlerweile... Oh, warte. Jo, oh mein Gott, das sieht echt... Das steht mir voll. Dass wir auf jeden Fall noch mehr Blöcke bauen. Wir haben jetzt aktuell nur super viel Holz. Mit Holz möchte ich mich logischerweise nicht im Nether unbedingt voranbauen. Wir müssen uns auf jeden Fall dann nochmal um mehr Cobblestones kümmern. Ich möchte dann nochmal mit einer Schere teilweise hier aus den Mineshafts die Cobwebs kratzen, damit ich mich im Notfall auf jeden Fall auf der Stelle saven kann. Keine Rüstung ist auch so eine Sache. Ja, und eigentlich noch ein paar mehr Pfeile. Wir haben momentan 37. Am besten wäre halt Infinity. Vielleicht versuchen wir unser Glück nochmal ein bisschen beim Angeln. So, Blöcke könnten erstmal ein bisschen reichen. Nochmal auf gut Glück uns den Infinity Bow ranholen. Oh.
Bitte, dann müssten wir aber auf jeden Fall eine Menge Eisen farmen. Das wäre halt vielleicht auch wieder nicht so geil. Riptide 2. Okay, Leute. 48 Pfeile haben wir gefarmt. Wir machen auch direkt the next Upgrade, was uns gut tun kann im Nether. Ein Diamantschwert. Haben zusätzlich auch nochmal tonnenhaft, also wirklich massenhaft Slabs. Und es geht jetzt auf in den Nether. Ob ich das bereuen werde? Hoffentlich nicht. Aber es muss ja auch mal jetzt in den Nether gehen. Es geht das allererste Mal in den Nether. Auf geht es. Ja. Das hier ist der Nether. Sieht gewöhnungsbedürftig aus. Was wir machen werden, wir werden uns so bauen, dass hier keine Monster irgendwie spawnen können. Da vorne ist ein Basalt-Delta. Das hier ist ein normales Nether-Wastes. Dort oben ist die Bedrock-Decke. Und ich würde einfach mal sagen, Festung werden wir auf jeden Fall leichter finden können. Aber das Laufen zu einer Festung, das ist dann schon gewöhnungsbedürftig. Mich würde mal interessieren, ob wir Ancient Debris hier sehen. Und auch Monster-Spawning. Also Ghasts sollten eigentlich keine Probleme geben, weil Ghasts können, glaube ich, nur auf einer größeren Blockfläche spawnen. Also ich glaube, auf einer 5x5-Fläche. Das sollte eigentlich jetzt hier kein Problem geben. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal um. Mal sehen, was wir hier so finden. Eigentlich wollte ich mir noch mit einer Schere in den Mineshafts Cobwebs holen. Darauf verzichte ich jetzt gerade und ich weiß nicht, ob ich das eventuell bereuen werde. Es ist irgendwie so merkwürdig. Das Gefühl hier im Nether ist irgendwie ein ganz anderes als sonst, weil es ist halt so ruhig. Ja, stell dich mal vor, hier ist eigentlich eine Treasure-Bastion. Und von der Treasure-Bastion... Ich glaube, ich wüsste, was das da hinten darstellen soll. Und das ist etwas, was ich definitiv brauchen werde. Das wird eine Festung sein. Und nochmal zur Erklärung. Logischerweise, wir werden jetzt halt nicht so ein insanes Glück haben und dort wird jetzt genau ein Spawner überlebt haben. Da wird wahrscheinlich gerade die Stufe, also die Treppe, der Aufgang zu einem Spawner gewesen sein. Aber das große Glück, was wir eben haben, ist, dass wir in einer Festung abseits von Spawnern Blazes spawnen können oder Wither-Skelette, indem wir dort einfach, wo normalerweise eine Festung wäre, Netherbricks aufstellen und es werden Blazes dann mit der Zeit dort spawnen. Das ist ein großer Vorteil, nur müssen wir auf jeden Fall, wenn wir diese Fläche jetzt gleich ausbauen, dann auch darauf vorbereitet sein, dass dann halt auch diese Kollegen spawnen werden. Wir haben zwar Rüstung, aber ich will meinen Lederschuhen jetzt nicht zu nahe treten. Die halbe Rüstungsbalken wird uns auch nicht so viel bringen. Ey, so ein Magma-Cube, der jetzt auf mich rauffällt, wäre nicht so cool. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo eine Festung ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal zurück. Ich will mir eigentlich auf Nummer sicher die Cobwebs holen oder zumindest jetzt noch ein Schild. Ohne Schild ist das echt nicht so cool, wenn wir jetzt halt wirklich gleich gegen die kämpfen wollen. Aber wir haben unseren ersten Nethergang auf jeden Fall schon mal überlebt. Juhu. Dann haben wir hier unsere Netherbricks 28 an der Zahl. Wow. Mit diesen können wir auf jeden Fall gleich mal ein bisschen arbeiten. Und ich bin ready für den Nether. Habe jetzt keine Cobwebs dabei. Ich bin halt am Überlegen, ob ich jetzt eventuell an so einem Teil jetzt einfach mal eine kleine Plattform baue. Ich wüsste jetzt aber nicht, an welchem Spot es halt sinnvoller wäre. Weil die Festung, irgendwo müssen wir es halt machen. Und basically können wir halt eine ganze Reihe bis dort hinten halt irgendwie bauen, probieren, machen. A terrible fortress. Digga, das fühlt sich ganz merkwürdig an. So, das ist halt jetzt eine Mini-Fläche. Hier wird es jetzt auf jeden Fall noch nicht so viele Blazes geben, die jetzt halt sich denken, oh, hier werde ich mal spawnen. Aber das werden wir jetzt dann sehen. Oh mein Gott! Es funktioniert! Es sind halt keine Blazes. Es sind halt Wither-Skelette. Oh mein Gott, wie viele! Halt auch echt risky ohne Geländer. Blaze. Blazes spawnen. Okay, schon mal angenehmes Gefühl. Und sehr angenehmes Gefühl, dass wir einen Bogen haben. Okay, wir müssen da auf jeden Fall noch mehr Fläche hinballern, dass die Rods auch nicht verloren gehen. Aber genau diese Fläche funktioniert. Und ich glaube, ich will sie auch gar nicht viel, viel größer bauen. Denn ansonsten spawnen mir zu viele und ich will ja auch ein bisschen Überblick behalten. Bro, Skelette ist jetzt auch das Undankbarste, was ich mir vorstellen kann. Unsere allererste Blaze Rod. Aber wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein paar mehr Slabs über und definitiv mehr Cobblestone. Aber genau so kann es funktionieren. Genau so muss es funktionieren.
So, wir haben Cobblestones geholt. Also uns soweit stabil nachgerüstet. Ich bin jetzt ready auf jeden Fall, um noch weitere Blaze Rods ranzuholen, hoffentlich. Wir werden auf jeden Fall die Cobblestone-Fläche außenrum nochmal ein bisschen erweitern. Das werden wir aber als Spawn-Proofed-Fläche auf jeden Fall machen. Das dort jetzt keine Skelette oder Magma-Cubes und so weiter spawnen, sondern wirklich nur im Zentrum, dort, wo eben auch die Nether-Brick-Fläche ist. Wither-Skelette, die ich nicht brauche, spawnen können, aber auch Blazes. Und dann eine Weile dauern, aber ich meine, wir haben ja Zeit. Solange immer einzeln ab und zu eine kleine Blaze spawnt, sind wir gut dabei. Und ich meine, unsere allererste Rod, die haben wir gerade in die Kiste gepackt. Haben wir ja schon. So, sehr gewöhnungsbedürftig, aber es sollte genau das jetzt erfüllen und dafür gut sein, was ich jetzt eben brauche. Einfach nur eine kleine Station. Bei der auf jeden Fall hoffentlich jetzt Blazes. Blazes spawnen. Ich muss ein bisschen weiter weg. Alright, die nächste Blaze. Sehr, sehr, sehr gut. Und Wither. Oh mein Gott, was ist da? Ist einfach legit alles gespawnt, was es gibt. Alright. Ich sehe es so kommen, dass wir gleich einen Wither gefühlt beschwören können. Ah, naja. Oh, sogar unsere dritte. Zweite und dritte insgesamt. Traumhaft. So soll's gehen. Blaze Rods wären kein Problem. Mein erstes Tier, also Schwein, Kuh, Schaf oder Chicken, finde ich im Nether. Ja, das ist auch etwas, was man erstmal schaffen muss. Naja. Ey, zwei Federn. Das sind einfach 8 Pfeile. Das ist halt eine Menge wert für uns. Oh, ich stand auf der Kante, ne? Junge, was? Ein Stress. Er ist schon tot, aber... Alright, 8 Blaze Rods. Ich hole mir noch eine. Also was halt richtig krass wäre, wäre halt, wenn hier einfach Warzen gewesen wären. Weil dann hätte ich mir einfach Slow Falling für Notfälle machen können. Das wäre halt unfassbar, aber wir haben halt leider keine Warzen. Come on, einer muss jetzt mal droppen. Alter, die droppen alle nicht. Oh, was war denn das für ein Anschlag hier? Doch, oh mein Gott, wir haben 9 Blaze Rods. Ich bin so done, ich bin fertig. Wir haben genügend Blaze Rods. Ein absoluter Traum. Sehr, sehr nice. Der Nether wurde erfolgreich. Oh, wir müssen uns noch um Enderperlen kümmern. Und das machen wir noch im Nether. So fertig sind wir jetzt auch noch nicht hiermit. Wir werden uns jetzt um einen Warp Forest noch kümmern müssen. Und dafür brauchen wir aber erstmal ein sauberes Inventar. Und vor allem brauchen wir einen Warp Forest und... um den zu finden, auch definitiv mehr Blöcke. Trotzdem kann man sich erstmal freuen über die Blaze Rods. Alright, wir sind wieder zu Hause. Mit 9 Blaze Rods. Ein absoluter Traum. Perfekto. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich. Damit werden wir mal in den Nether gehen und uns auf jeden Fall nach einem Warp Forest umgucken. Da bin ich aber auch ehrlich gesagt super gespannt, was wir dort erreichen. Nether leider auch immer ein bisschen dangerous. Also, in diese Richtung da vorne haben wir unsere Festung gefunden. Festung brauchen wir jetzt aktuell nicht mehr, sondern das, was wir brauchen, ist ein Warp Forest. Da ist ein Crimson Forest. Was würdet ihr sagen? Eher in diese Richtung oder lieber dort? Eigentlich da, oder? Wir gucken mal. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Crimson Forest ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Guckt mal, was da wäre. Da wäre eine Bastion. Das sieht auch sehr, sehr interessant aus. Wir gehen mal dahin. Vielleicht hat er eine Kiste überlebt. Boah, aber jetzt, also ernsthaft? Eine Kiste wäre krass für Pfeile. Oder vielleicht ein Eisenschwert mit Looting? Da würde ich jetzt nicht nein sagen. Es sieht nicht so aus, als ob hier eine Kiste oder irgendetwas Brauchbares überlebt hat. Wow, da. Wir haben endlich unseren Warp Forest. Bro, diese blauen Blöcke, endlich. Zum Glück bin ich hier eingebogen. Ich bin so weit jetzt gerade schon getravelt. Endlich. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert damit den Enderman. Ich hoffe, es geht zügig voran. So, also, hier haben wir unseren Warped Forest. Was wir jetzt machen, ist hier eine Fläche mit vollen Blöcken, sodass jetzt halt Monster spawnen können. Ich hoffe dann, by the way, auch primär auf Enderman, die hier spawnen. Ich hoffe, dass die Taktik, so wie wir das halt bei den Blazes gemacht haben,
gemacht haben, dass die jetzt hier auch soweit funktioniert. Alright, dann testen wir das einfach mal. Chunk entladen. Ein bisschen laufen, laufen, laufen. Enderman können schon auf allen Blöcken spawnen, oder? Ja, das tun sie. Einer ist besser als keiner. Na dann, mal gucken, wie lange das jetzt hier dauert. So, Enderperle. Enderperle Nummer 1. Was sagt ihr? Die Fläche lieber nochmal größer bauen, oder? Nochmal zurückgehen, mehr Blöcke farmen, Holz und dann können wir halt... Also ich glaube, dass wir die Spawnrate schon nochmal so hinbekommen, dass hier schon noch ein paar mehr stehen. Weil so ist das jetzt schon sehr mühsam. Ja, wir gehen nochmal zurück zu unserer Basis. Okay, aber ehrlich gesagt, das, was wir jetzt haben, sollte erstmal reichen. Also, so viele Blöcke brauche ich jetzt auch nicht für die Enderman-Farm-Aktion. Essen haben wir genug dabei. Es geht wieder zurück in den Nether. Yo, guck mal, selbst da auf der alten Plattform Doppel-Enderman. Enderperle Nummer 2. Und Enderperle Nummer 3. Und jetzt erweitern wir nochmal direkt die Plattform. So, Enderman, wir haben die ganze Fläche einmal ausgebaut. Enderman, ihr dürft gerne spawnen. Okay, das sieht gut aus. 7 Stück. 8 Stück. 8 Stück. Und 17. Reicht das nicht? Ja, wenn wir schon mal hier sind, kann man auf Nummer sicher gehen. Alright, das ist unsere letzte Ladung Enderperlen. 24. Alright, perfekto. Wir haben 25 Enderperlen gefarmt. Ich habe sicherheitshalber ein paar mehr mitgenommen, denn ich könnte mir eventuell vorstellen, im End mit Enderperlen auch gegen den Drachen zu kämpfen. Das klingt erstmal höchst interessant, denn ich habe nicht viele Pfeile. Und es könnte eventuell ein bisschen problematisch werden, noch einen Fletcher ranzubekommen, sprich überhaupt Villager, oder noch viele Pfeile über das Skelett zu farmen, oder ein Infinity-Buch zu angeln oder einen Infinity-Bow direkt zu angeln. Deswegen ist meine Überlegung gerade, dass wir gegen den Drachen vielleicht gar nicht erst mit der Fernkampfwaffe kämpfen müssen, sondern nur über den Schwertkampf, nur über den Melee. Das würde wiederum bedeuten, dass ich dann mit Enderperlen spielen werde. Denn was ich weiß, ist, dass tatsächlich das, also jede Dimension ist von dieser Challenge betroffen. Das bedeutet, dass es überall nur einen einzelnen Block in der Reihe in einen Chunk gibt. Davon nicht betroffen sind Endportal-Frames und noch eine andere Sache. Unter anderem nämlich auch der Bedrock-Brunnen. Denn ohne diesen wäre es nicht möglich, das Spiel an sich richtig durchzuspielen. Wenn dieser nicht dort wäre, hätte ich keine Möglichkeit, sozusagen diese Dimension zu verlassen und an sich halt wieder zurück in die Overworld zu gehen. Deswegen ist dieser, den kennt ihr vom Purge des Drachens, dieser Brunnen ist immer noch da. Wenn ich es rein theoretisch hinbekomme, mich rechtzeitig, wenn ich mich halt schnell hochbaue, mit einer sehr gelungenen Enderperle hoffentlich in diesen Brunnen rein zu teleportieren, sollte ich in der Lage sein, immer wieder, wenn der Drache purgen sollte, ihn von dort aus zu hitten und kann eventuell ihn besiegen. Das Problem an der Sache ist, er wird mich auf jeden Fall mit seinen AOEs immer wieder abschießen. Das ist nicht so geil. Aber ich würde präventiv dafür Sand farmen gehen, Glas schmelzen und mir Flaschen vorbereiten, damit ich jedes Mal, wenn der AOE auf mich geschossen wird, also Dragon's Breath, dass ich rein theoretisch diese Attacke wegmachen kann. Das ist jetzt nur so gerade mein grober Plan. Das könnte eventuell funktionieren. Die Obsidian Tower, es könnte sein, dass eben Kristalle das manche vielleicht überlebt haben. Dafür habe ich ja dann auf jeden Fall ein paar Pfeile. Aber ich hätte auf jeden Fall nicht genügend Pfeile, um ihn nur mit dem Bogen zu töten. Aber man könnte natürlich auch sagen, dass wir es immer noch versuchen, irgendwie erstmal an Infinity ranzukommen. Aber das hier, Luxus. Absoluter Luxus. Wir brauchen aber auf jeden Fall, um uns dann erstmal in Richtung Strong zu bauen, auf jeden Fall noch ein paar Blöcke dafür. Aber jetzt ist erstmal Nacht. Und in dieser Nacht kümmern wir uns mal um vielleicht nochmal die Mobfarm ein bisschen. Plus werden wir jetzt erstmal noch ein paar Blöcke farmen. So, was mache ich jetzt? Ich hole mir hier den Sand, denn ich möchte Flaschen.
Weil ansonsten wäre es ein bisschen stressig, so viel Content zu machen mit einem Produkt, das ich nicht geil finde. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte Infinity. Infinity, 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 Infinity. Boom! Ah, ah, Bro, ich hab gezockt. Ich hab gezockt, Mann. Oh mein Gott. Warum nur Mending? Ich angel immer nur Mending, Alter. Oh mein Gott, den können wir halt erstmal reparieren. Dann haben wir ein Power... Oh mein Gott, Alter. Ich sag euch mal ehrlich, ich habe jetzt gehofft, eigentlich nochmal einen neuen Bogen zu bekommen. Hat jetzt nicht so ganz geklappt. Aber wir sind mehr oder weniger ready, um uns jetzt mal langsam, aber sicher auf die Suche nach unserem Stronghold zu machen. Ich habe noch eine weitere Sache vorbereitet. Ich habe Glas geholt. Dieses Glas mache ich mir mal direkt zu Flieflaflaschen. Boom. Flaschen haben wir. Wir nehmen uns nochmal ein bisschen mehr Holz mit, denn wir brauchen ja auf jeden Fall definitiv eine Menge Blöcke. Und dann machen wir unsere allerersten Enderaugen. Es ist ein emotionaler Moment. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so wohl mit meinen Null Armor Bars. Aber man muss ja gucken. Mal gucken, wo er uns jetzt hinschickt. Und in diese Richtung wird sich ja dann auch erstmal gebaut. Alright. Ja. So viel erstmal dazu. Wir bauen uns auf jeden Fall erstmal ganz entspannt in diese Richtung. So, wir werfen Auge Nummer 2. Wir sind ungefähr, ja, 1000, ja, roundabout 1000 Blöcke gelaufen. Mal sehen. Au, oh, bitte. Es ist eh kaputt gegangen. So, unsere Koordinate geht langsam die Vierstelligkeit, so wie mein Puls. Irgendwo hier werden wir dann irgendwann einen Stronghold sehen. Das werden wir erkennen an den Stonebricks, die dann auffälligerweise dort verbaut sind. Vielleicht auch ab und zu ein paar Holzblöcken, Bücherregalen und auf jeden Fall auch den Endportal-Frames, welche halt eben von dieser Challenge nicht betroffen sind. Dementsprechend werden wir das Endportal-Frame relativ schnell finden, das mag sein. Aber genauso schnell können wir, wenn wir da durchgegangen sind, auch sterben. Und ich sehe nicht ernsthafter gerade Bambus. Ich schaffe es, in dieser Welt Bambus zu holen, aber nicht in Levelborder. Kurzes Update, es ist, ja, ich bin am Bauen. Aber ich hoffe auch, dass wir den Stronghold finden! Oh mein Gott, wir haben es! Ich wollte gerade werfen. Oh, meine Damen und Herren, Adlerauge GHG hat mal wieder zugeschlagen. Ich begrüße Sie zum Flug 787B in Richtung End. Gehe ich da jetzt rein? Mal sehen. Ich sag euch ehrlich, es ist gerade mitten in der Nacht. Ich habe diesen Stuff dabei. Und ich war eigentlich noch nicht so wirklich darauf vorbereitet, jetzt eventuell da reinzugehen und Minecraft durchzuspielen. Aber ehrlich gesagt, ist das möglich mit dem, was wir dabei haben? Und ich sag euch ganz ehrlich, mich hält nichts mehr auf, da einfach reinzugehen und jetzt den Drachen zu klatschen. Aber auch nur ein One-Eye, ne? Hätte ja aber wenigstens bei so einer spektakulären Welt ein bisschen was sein können. Okay, Leute. Bin ich in der Lage dazu, das jetzt zu schaffen? Ich gehe da rein, habe meine 11 Enderperlen. Ich habe Blöcke. Essen? Boah, ich bin nervös, ne? Es Herzschlag, der ballert jetzt ein bisschen rein. Crafting Tables für den Ernstfall. Blöcke direkt ready. Glasflaschen sofort ready. Slabs zum Rüberbauen, die stecke ich gleich rein. Alright. Wir werden es versuchen, in dieser besonderen Minecraft-Welt das Spiel jetzt durchzuspielen. Das ist das, wonach wir lange gesucht haben. I Spy. Wir sind im Stronghold. Also, technisch gesehen. Und für Leute, die sich jetzt noch fragen, ja, es sieht im End genauso aus wie hier. Wir haben ja nichts zu verlieren eigentlich. Es waren ja nur 12,5 Stunden. Kriegt man hin. Leute, es ist Zeit. Machen wir es. Oh, oh mein. Ich muss so schnell wie möglich hoch und rüber. Oh mein Gott. Ich muss noch höher, ich muss noch höher. Oh mein Gott, der Purge wird kommen. Der Purge wird kommen. Bro, ich hab nur einen Wurf. Ich treffe hier nicht. Ich treffe hier noch nicht. Ich treffe hier noch nicht. Ich treffe hier noch nicht. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte lande. Nein. Nochmal. Bitte. Bitte, bitte, bitte triff. Ich hau, mein Gott! Ich bin drin. Digga, auf geht's. Oh mein Gott, es ist kein einziger Kristall. Ich kann ihn damagen. Jetzt einfach nur runterspielen, Basti. Einfach nur runterspielen. Ich habe das 100-mal gemacht. Nicht nur 100 Mal, 1000. Bro,
Wenn ich es in dieser Welt First Try schaffe, nach über 12,5 Stunden. Er wird gleich Drank's Breath schießen. Aber wenn er mich hier einmal rausschleudert, ich bin tot. Ja, darauf bin ich vorbereitet. Ist weg. Again. Safe. Bro, okay, meine Flaschen werden langsam knapp. Ja, zum Glück haben wir jetzt viele Flaschen mitgenommen. Noch 17. Oh mein. 7 Flaschen. Wollen wir nochmal Sandfarm gehen, lieber? Oh mein Gott, er hat sich selber abgeschossen. Das war's. Das war's. Bitte. Let's go! Mit der letzten Flasche. Oh mein Gott. Es war genau abgeschlossen. Ich wusste ganz genau, dass er so oft auf mich schießen wird. Leute, wir haben es geschafft, Minecraft durchzuspielen. First try, 12,5 Stunden. In einer Minecraft-Welt, in der jeder einzelne Chunk nur ein Block breit war. Ein unfassbares Finale. I'm sorry. Ich habe jetzt halt ultra getryhardet. Ihr müsst verstehen, solche Kämpfe in einer Void-End-Welt können so schnell vorbei sein. Wenn er dich einmal anhittet, einmal knockt, bist du tot. Und das ist schon oft passiert. Und ich habe das jetzt oftmals schon gehabt und bin oftmals gescheitert in den verschiedensten Szenarien, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. Unfassbar. Eine sowas von geile Challenge, dass wir das jetzt hinbekommen haben, macht mich echt glücklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und ciao.